Willkommen, liebe Pokémon-Freunde! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Heart Gold hier bei DerchoTV auf YouTube und auf derchotv.de. In der letzten Folge. Wir sind so langsam, wir stehen so kurz vor. Aber auch nur kurz vor. Ne? Das möchte ich ganz kurz mal sagen. Kurz vor Fuchsania City. Werden aber da in der heutigen Folge noch gar nicht ankommen. Wir sind ja geradewegs noch auf Route 14. Vaniwapap ist vorne. Und freut sich ziemlich, sehe ich gerade. Ne, dreht nochmal extra auf. Wir haben ja hier jetzt die ganzen Schüler und die Lehrerin hier besiegt. Wir hätten hier auch noch lang gehen können. Und es gibt noch zahlreiche andere Trainer hier. Jetzt sind wir auf Route 15. Können sowohl hier... Das ist aber auch neu, finde ich. Ne? Hier gab es nie so einen Absprung nach unten. Also muss man hier wirklich durch das Gras. Also das haben sie auch ein bisschen neu designt. Oh, guck mal. Und das ist doch mal ein schönes... Oh mein Gott, ein Nidorino gegen ein Nidoking. Oder wie ich sage, Wadiwabab gegen Nidorino. Ne? Ja, ging ganz schnell, gibt auch gut XP. So, ja, wir befinden uns wie gesagt ja weiterhin in der Kanto-Region, haben im Moment erst nur 3 von 8 möglichen Kanto-Orden. Denn wie ihr wisst, einmal habe ich ja mit meinem Pokémon-Team ja gegen... Sabrina verkackt, der Arenaleiterin von Safronia City, dann ja die Ehre wieder gerettet, hergestellt mit Misty und mit Erika, als ich gegen die gekämpft habe. Oh, ein Hoppsprost, Level 22. Hoppsprost war ja das letzte Community Day Pokémon in Pokémon Go. Ich war jetzt nicht so begeistert, habe meine 3 Hoppsprost gekriegt in Shiny und dann habe ich es auch sein gelassen. Ne, bald steht ja auch noch Go Dingens an. Ne, das Go Fest, das Go Fest. Wenn ihr das seht, steht es ja schon am kommenden Samstag an. Oh, Tauboga Level 25. War so ein bisschen so eine Mischung. Ja. Fantastisch. Sehr, sehr schön. So. Ja, das ist ja so ein bisschen so eine Mischung, was wir hier haben. Wir können ja mal kurz gucken. Ich habe ja doch ein Pokémon mit Stärke dabei. Und so nicht. Stärke. Warum mit Stärke? Mit Kopfnuss. Passiert nichts. Aber dann schauen wir mal weiter, was im Gras passiert. Oh, jetzt ein Nidorina. Haben wir noch gar nicht. Könnten wir vielleicht auch mal fangen. Wenn sie die Hornattacke überlebt, was eher unwahrscheinlich ist, denke ich mal. Ja, weil das sind ja 27 Level dazwischen. So. Mir werden wieder mal hier Beiträge geteilt. Mann, Mann, Mann. Ach, hier geht's auch noch runter? Ah, okay. Oh, schlau gemacht, ne? Blau gemacht, sag ich da nur. Ich hätte jetzt schon irgendwie gedacht, das wäre so 2 Wege. Das sind ja 2 Wege. Einer wahrscheinlich mit Trainer, ein anderer ohne. Ne? Gehen wir mal weiter. Hier sind auch, so wie es aussieht, vereinzelt nur Schüler. Sport ist mein Lieblingsfach. Ja, das sieht so danach aus, dass das halt hier wirklich... dementsprechend Schüler sind. Uiuiui. Ja. Hornattacke. So. Oh. Oh, Volltreffer, ja. Aber Giftdorn hat dafür verursacht, dass es durch Gift verletzt wird. Auch wenn Parasect selbst Gift ist, kann es auch bei Parasect passieren. Ne, oder warte, es ist nur... Es, warte mal, ist es Käfergift, glaube ich, oder? Ne, ist glaube ich nur Käfer, ne? No, es ist nur Käfer, so war das. Hab ich komplett vergessen, aber was soll's. 51 für Wadiwapap. Sehr schön, jetzt kommt ein Quapuzzle. Da wechseln wir mal aus, gehen wir mal zu Amphi. Wäre mal eine Idee, wieso auch nicht. Und da ist Amphi. So. Machen wir mal... Obwohl, reicht ein Donner... Ja, ein Donnerschock reicht nicht. Definitiv nicht. Oh, doch, es reicht. Weil bei dem Levelabstand hätte ich jetzt so gedacht, nee, das würde nicht reichen. Und ein Ditto. Bleiben wir mal dabei. Ich denke mal, wir sind schneller. Ich weiß jetzt nicht, wie Ditto abgeht. Ne? Wandler und dann ist es halt auch ein Ampharos. Aber es kommt nicht mal dazu. So, damit ist Amphi 52. Nee, doch nicht. Ja, das. Ja, wäre. Hätte sich das Ditto noch vorher verwandelt, dann. Hätte es vielleicht mehr gegeben. Oh, es will, er will meine Telefonnummer. Warum auch nicht? Bist ein guter Gegner.
Na, wir haben ja jetzt auf dieser Route hier oder generell in diesem Areal hier ja auch eine Menge Nummern bekommen, wo wir das ja früher hätten ja nicht bekommen können. Das sieht nach einer Mutter aus. Hast du nicht was vergessen? Das sieht nach einer Mutter aus, nach einer verzweifelten Mutter, die ihren Sohn sucht. Nee, eine Lehrerin. Gut, es soll eher eine Lehrerin, gut. Pipi, oh 45. Oh, 45. Da machen wir es mal ein bisschen brutaler bei diesem Pipi. Ja gut, dass es kein Chanera ist oder ein Pixie schon, ne? Man weiß ja nie. Ja, was anderes hätte ich auch jetzt nicht erwartet. Aber wenn es ein Pixie gewesen wäre, das wäre knapp gewesen. Gut, so. Oh, ein Item. Rosenrauch, okay. Kenne ich nicht. Lass uns mal bitte gucken. So viel Kram. Rosenrauch, ein Item zum Tragen. Dieser exotische Duftkranz, Duftkraut verstärkt Attacken vom Typ Pflanze. Wir haben ein Nugget dabei? Ja. Sieht gerade ein bisschen eigenartig aus, wie mein Sprite aussieht. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht abbrechen. Meine... Wir gehen jetzt einfach mal durch alle Optionen. Geht doch. Meine Güte. Da fing es aber gerade auch ein bisschen an hier. So. Ui, du hast ja ein Pokémon dabei. Zeig mal, zeig, zeig. Sieht nach einem Poké-Fan aus. Ja. Gilmon oder Gilmon. Oh, ein Pandir oder wie ich sage, Besofki-Pokémon. Ja, hier läuft es ja halt noch nicht so, ne? Aber es ist. Pandir ist, ja. Besoffen. So viel dazu. Volbeat. Ist ein Pflanzen-Pokémon. Ich glaube Pflanze oder Käfer. Aber Tony macht das schon. Flammenwurf. Oh, Flammenwurf ist auch schon fast leer. Oh, Scanner, ne? Ernsthaft? Ich hatte Volbeat. So. Volbeat weg. Dafür ist aber auch jetzt, ja, Flammenwurf leer. Oder komm, ich gebe mal einfach mal einen einfachen Äther. Ne, es müsste eigentlich auch reichen. Einfacher Äther. Haben wir denn eigentlich? Wir haben AP plus, wir haben Top-Äther. Ah, einen einfachen Äther haben wir nicht. Tut mir leid. Tut mir leid, Tony. Meine Sozialkundeklasse und ich machen einen Ausflug zum Radioturm in Lavandia. Glückwunsch für dich. Ne? Ja, das ist eine falsche Wahl, merke ich gerade. Aber es klappt. Aber es klappt. Wir können ja auch noch Taubi einsetzen. Habe ich auch kein Problem damit. Ultrigaria. Ja, stimmt. Ich wollte. Ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich war, ne? Jetzt, wo ich knapp eine Woche. Eine Woche für ein paar Tage halt. Schon länger als eine Woche sogar. Hier Pokémon nicht angefasst habe. Ne? So. El Fantastico. Bravissimo. So, Satzenia müsste dann auch kommen. Da bleiben wir auch bei. Wir hätten auch Sakura einsetzen können. Wäre jetzt auch kein Problem gewesen. Flügelschlag. Müsste eigentlich auch reichen. Das sind jetzt nur 8 Level Abstand. Und es hat gereicht. Alleine auch wegen der Selbsteffektivität. Du bist unheimlich stark. Tja. Will mit mir nicht kämpfen. Okay, so. Dann wechseln wir mal. Ne, Tony und Tony und Lanti sind ja schon Level Dingsbums. So. Was haben wir eigentlich hier für Pokémon?
Ja gut, die gleichen wie auch in dem anderen Gras, weil wir sind ja auf Route 15, also was anderes hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber ich merke gerade, hier können wir nicht hoch, hier können wir nur zurück. Deswegen denke ich mal, wir springen hier wieder hoch, gehen hier lang. Und ich glaube, das sind alle hier auf dieser Route gewesen, ne? Oder? Schau mal kurz. Nein, wir haben da noch 3, 4 Trainer. Wir sind die Zwillingsschwestern Mo und Flo. Rate mal, welche von beiden ich bin. Wir sind... Ja. Du bist Mo, du bist Flo, ist nur Schnuppe. Ne? Keiner kann euch leiden, ihr Zwillinge. Niemand. Ihr seid nervig. Almorlord. So, was anderes hätte ich auch nicht erwartet, aber Fliegen dauert ein bisschen länger. 601 XP. Ui. Ja, toll, Gainer, genau. So wie dieses Smallord grinst. Ui. Ich denke mal, der Psy-Strahl wird reichen. Oder auch nicht, aber Taubi kommt noch. Damit ist Fliegen nicht umsonst eingesetzt worden. So, Sakura pennt ein. Nee, pennt nicht ein. Sehr gut. Oder? Pennt wahrscheinlich noch nachträglich ein. Gucken wir mal. Die wollen... Ja gut, warum nicht? Ihr könnt ein Rematch gerne haben. Ich habe damit kein Problem. Aber ist es eingeschlafen? Jetzt will ich mal kurz wissen. Ich glaube, dann... Nee, danach war es jetzt nicht, ne? Nee, passt jetzt nicht. Gut, so, damit haben wir noch hier eine. Los, meine süßen Pokémon, zeigt mal, was ihr alles könnt. Ja, das wird interessant. So, was haben wir hier? Ein Pokéfan, Frank, ein weiblicher Pokéfan auch noch. Ah, wieder ein Pandir. Level 43. Ich denke mal, ein Flügelschlag wird reichen. Sieht nicht danach aus, nein. Taumeltanz, fährt die Attacke ab, sehr gut. Ruckzuckieb macht das Ganze beendet das Ganze? Macht das Ganze beendet das Ganze? Was? So. Aber es kommt Illumise. Ah, okay. Der eine hatte ja ein Volbeat, der die hier in Illumise. Passt ja auch. Volbeat ist ja männlich, Illumise ist ja weiblich. Ne? Sind ja auch alles Pokémon aus der Höhenregion. Wer hätte das gedacht, dass Wadi das weiß? Ah, Level 51. El Magnifico. Taubi lernt, glaube ich, nichts mehr. Du liebes Bisschen. Ach du heilige Makrele. Ja, so. Dann noch Sakura auf 51, dann bin ich zufrieden. Da liegt ein Item. Ein AP plus Wins. Gut, wir werden sowieso gleich, wenn hier... Hier haben wir noch ein paar. Oh, da sind aber noch eine ganze Menge. Warte, ich muss kurz meine Mutter anrufen. Nö, nix da. Du wirst jetzt hier kämpfen. Jetzt sofort... An dieser Stelle. Oh, Voltobum. Leider nicht das Yuzui-Voltobum. Na naja, gut. Ich glaube, bis dahin... Ich weiß ja nicht mal... Also, mich würde es ja auch interessieren, wie weit Game Freak schon mit der Idee war, zu Pokémon-Legenden Arceus. Oder generell zu so einer Idee wie Pokémon-Legenden. Ich stelle mir da echt so die Frage, wie lange hat das gedauert? Ich bin mir sicher, als Heart Gold rauskam, war das überhaupt noch gar nicht Thema. Ne? Dass Game Freak dann so gesagt hat, gut, wir bringen jetzt ein Remake raus, demnächst dann eine neue Edition, ne, schwarz und weiß. Aber man merkte halt auch schon damals, dass es ja halt auch schon darum ging, ne, um die Vergangenheit und so weiter. Ne? Obwohl eigentlich nicht, oder? Ich weiß nicht, vielleicht verwechsel ich das auch mit einer anderen Edition. Ach ja, Magneton. Aber es war ein Volltreffer. Kommt noch ein Magneton, machen wir das mal mit Tony. Auch wenn Tony... Notgedrungen. Obwohl, Magnetilo, komm. Das ist Level 51 für Sakura. Dann werden wir Sakura hier noch ein kleines bisschen mehr trainieren. Auch wenn jetzt Psychokinese nicht sehr effektiv ist auf Magnetilo. Aber es hat funktioniert. 51 für Sakura. Perfekt. Tut mir leid, Mama, ich wurde besiegt. Ja, so mitten beim Anruf, ne? Gar nicht aufgepasst. So, nächster. Sakura macht einfach mal weiter. Lass uns kämpfen, ich werde nicht verlieren.
sagte er mit frohem Stolze und ließ seine Tasche fallen, der Torben. Oh, Xatu. Ja gut, da haben wir jetzt so ein bisschen so die Achillesferse, ne, aber Buchball müsste das Ganze eigentlich auch eher zum Ende bringen. Wir wollen ja immer noch eine Revanche gegen Sabrina. Ne? So, jetzt kommt Simsalsa. So, Moment. Ich bin gerade abgelenkt von dem Kuchen. So. Ich war gerade echt abgelenkt von dem Kuchen, aber wozu das kommentieren, wenn ich weiß, dass ich gewinne? Ja, er muss noch seine Hausaufgaben machen. Will er oder will er nicht? Nee, er will nicht. Gut. Genau, hier habe ich noch eine gefunden. Das müsste die letzte Trainerin sein. Und dann hätten wir es eigentlich mit allem hier geschafft. Ne, mit allen Trainern hier auf dieser Route. Silvia, warum wackelt eigentlich so mein kleiner Stuhl hier so ein bisschen? Ihr tut's nicht. Oh, Sonnenkern! Er hat ja... Warte mal. Ja? Oder nein? Werde ich, glaube ich, beantwortet gleich bekommen. Nee, nein. Keine Sehr-Effektivität, vorbei Gift immer. Ne, wenn Pflanzen-Pokémon haben nicht direkt die Schwäche Psycho, ne, sondern nur Feuer und Flug. Oh, Griffel. Auch ein Pokémon aus der Höhenregion. Ne, oder warte, nee, aus der Johto-Region sogar, glaube ich, ne? Ich weiß es gar nicht. Ich hab's vergessen. Kann sein, dass ich's vergessen habe, aber was soll's. So. Oh, sie will auch noch nur eine Telefonnummer, also letzte Trainer oder letzte Trainerin, genauer gesagt, hier, die das haben will. So. Sie kontaktiert mich, wenn sie ein Anliegen hat. Jetzt dürfen wir nochmal zurücklaufen, dann hochlaufen, obwohl wir können ja bis zum Tor von Fuxania City gehen. Wir können ja Folgendes machen, ne? So richtig durch Fuxania City werden wir jetzt ja nicht gehen. So. Wir gehen rein. Nördlich von hier liegt der Radweg, östlich von hier die Schweigebrücke. Beides sehr malerische Orte, deshalb haben die Leute, egal aus welcher Richtung sie kommen, auch ein angenehmes Lächeln auf den Lippen, wenn sie dieses Tor passieren. Du selbstverständlich auch. Ich grinse mit Zähnen draußen. So, geh ein Stück vor. Sage aber Taubi, dass wir fliegen. Und zwar nämlich nach Prismania. Ja, wir werden jetzt den anderen Weg noch machen. Aber ich denke mal, das ist ein perfekter Cut, um zu sagen, dass wir den in der nächsten Folge machen. Weswegen ich dann jetzt hier speichern werde und euch zur nächsten Folge begrüßen werde. Montags und Mittwochs um 18 Uhr auf YouTube und auf derchotv.de. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder auf YouTube, auf Twitch, auf derchotv.de. Wo ihr euch sonst immer auftreibt, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Tschüss, bis dahin.